Ihr könnt alle heulende Winde hören, die sich wohl nicht aus dem Vox eurer Helme ergießen, sondern aus dem Warp selbst. Und ihr könnt wohl sehen, wie irgendeine Kreatur hinter der Welt versucht, die Blase zu zerreißen, heulend. Ihr könnt in der Mitte einen Dämonenprinzen erkennen, der sich versucht, aus dem Warp herauszuziehen. Er heult wohl in Richtung von Akuta. Er ist noch nicht tot. Hab ihn, schütze ihn mit deinem Leben. Cray. Ja. Fünf, gib mir nochmal das Jetpack. Mach doch deinen Gegner weg erstmal. Das scheint, dann schießt er nochmal auf den. Ja, hast du auch recht. Aber ich glaube. Jetpack verdoppelt dein normales. Also du kommst auf alle Fälle, du kannst dich da vorstellen, auch über die, normalerweise müsstest du ja die Treppe hochlaufen. Das Tolle ist ja, dass du dich jetzt über so wie es wie Hindernisse hinwegsetzen könntest, also du kommst da hin. Also das könnte für einen Sturmangriff schon reichen. Ja, die Frage, also Rennen hat weniger Movement Speed, hat mehr Movement als Charging. Ja, ja, schon klar. Aber wenn du Charge verdoppelst, weil dein Sprungmodul verdoppelt deine Bewegungsreichweite. Ja, dann ist bei 24. Also was willst du tun? Sonst muss ich Gabriel eben in den Weg stellen. Oh, ich denke, das ist kein Problem. Ja, ich stelle mich nicht in den Rücken zu drehen. Ja. Ich springe hoch und bin mit Shield. Ja, mehr kannst du auch nicht machen, ne? Ja, und ich glaube, dodgen geht dann nicht, wenn ich... Wenn du dodgst, dann gehst du wieder auf Akutai. Ja, ich hab's gerade gehört. Das ist, ach, so ein kleiner Dämonenprinz, das ist doch nichts. Wir sind mit ersten Dodge. Wir sterben in der Pflicht. Müsst ihr eben die Grey Knights anrufen. Okay, dann hast du gecharged, Bruder Karlai 6. Ja. Auf unsloser Angriff ist ein Talent, das man braucht, oder? Nee. Kannst du machen. Ah. Gibst du einfach deine Parade auf. Oder deine Ausweichenaktion. Kampfgeschick plus 20, kann nicht ausweichen oder parieren. Ja, wir brauchst du einen Schicksalspunkt noch, oder? Nö, brauchst du nicht. Tu es. Ja, komm. Kompromissloser Angriff. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So. Und mit plus 20 könnte das sogar gelungen sein. Ich muss kurz gucken, dann liegt man nicht so sicher. Also mit der 79 hat er zumindest seine Parade oder das Ausweichen nicht geschafft. Das ist schon mal gut. Plus 20, ne? Ne, das ist nicht geschafft. Oder? Nein, das ist nicht geschafft. Okay. Dann seid ihr fertig und ich bin noch dran. Ich habe 1, 2, 3, 4 Alpha-Legionäre. Sind 400. 3 ist gelungen. Das ist der, der direkt vor Karlai steht. Die 84 nicht gelungen. Trotz der Reichweite wird er dann Akutai oben. Achso, das ist der für Octavius. Die 28 würde dann aber Cray oder Akutai treffen. Und die 47 ist wieder frei. Der schießt auf Felros auf Entfernung. Ich fange an mit Karlai. Da ziehen wir die 14. 14 raus. Das sind 14 mal 4, aber ich glaube, da kommt gar nichts raus, ne? Auch mit DS, warte mal, DS5 sind ein Schadenspunkt, den du bekommst. Ja, mal 4, weil du ja. Genau, mal 4 sind 4 Treffer. Also 4 Schadenspunkte. Ja. Das ist deiner. Dann, oben auf der Tribüne. Gib mal eine Zone, oder warte, die Zone ist hier schon festgelegt, ne? 0, 3 sind 30. Hört ihr mich? Ja. Ja. Ich hatte eben Connection. Du bist wieder da. 30 ist welche Zone? Weiß ich nicht. Muss gerade schauen. Die Inka-Arm, alles klar. Genau. Ab 31 ist Körper und bis einschließlich 30 ist linker Arm.
Dann hast du einen Rüstungsschutz von 8, nicht von 10. Dann kriegst du sogar, glaube ich, 4. Nicht 4, sondern 3 Schaden, mal 4 sind 12. Nee, ich hab 16 und 18 im Körper. Ich hab also. Wie viel war das? 14? Doch, das ist korrekt. Im Körper würde ich gar nicht 14 DS, 14 DS5. Ja, genau. Gut. Das sind, wenn man so will, 19 minus 18. Sind 1 mal 4. Übrig. Genau. Im Körper wären es 0. So. Gut, alles klar, passt. Dann habe ich noch 28. Das ist der direkt vor Cray steht. Cray, wie viel Lebenspunkte hast du? Für den Imperator. Für den Imperator. 21 DS5. Viermal. Wird das nochmal mal 4 gerechnet? Also erstmal 21, da DS5 sind 18 auf dem Körper, ja. Ja. Dann hast du 27 minus 18 sind 9. 9 mal 4. Ah, ich habe noch 10. Das reicht nicht. Also 10 Lebenspunkte habe ich noch. Möchtest du einen Schicksalspunkt ausgeben? Und zwar brauchst du eine ganze Menge, ne? 2 Stück. Ja, gebe ich her. 2 Schicksalspunkte. Dann bekommst du ein W5 pro Schicksalspunkt zurück. Sicher nicht das ein W10, ne? Nee, ich glaube ein W5. An das Zorn des Imperators triggern? Nee, ein W10. Ein W10? Okay. Ja. 13. Ja, du bekommst aber 4 mal 9. 10 36. 36. 10 hattest du noch? Ja. So. Du kannst unter 0. Stell dich mir nicht so an. Wie viele Punkte unter 0 bist du? Warte, ich bekomme 23 minus 36. Minus 13. Ja. Hast du noch einen Schicksalspunkt? Ja, hab ich noch. Einen dritten musst du mir noch geben, mindestens. Wenn du Astartes bist, dann bekommst du unter 0 immer nur die Hälfte des Schadens. Ne? Ah, okay. Sonst hättest du minus 13, dann hättest du jetzt minus 7. Ah, oder minus 6, wenn man abrundet. Ja, das würde ich. Da würde ich dir noch den letzten Schicksalspunkt einfach geben und dann ist gut mit Schicksalspunkten. Müsstest du noch gar nicht. Wir können mal gucken, was passiert. Welche Trefferzone war denn das? Was hast du gesagt, was du gewürfelt hast? 28 sind 82. Rechtes Bein. Rechtes Bein. Das geht doch. Kriegst du ein Cyberbein. Gleich das andere an. Die Wucht der Explosion zertrümmert dem Ziel die Beinknochen und reißt Fleisch auf, wodurch es 1W10 Erschöpfungsstufen erleidet. Das Bein ist gebrochen. Das Ziel erhält bis zur medizinischen Versorgung als geht's so als einbeinig. Außerdem erleidest du aufgrund der schrecklichen Wunde Blutverlust. Das geht auch noch. Das geht auch noch. Das war minus 6. Ansonsten verwandelt die Explosion dein Bein in rauchende Fleischklumpen. Ja, lassen wir es bei minus 6. Okay. Machen wir minus 6. Okay, dann war das. Dann haben wir 10 Erschöpfungsstufen. 9 Erschöpfungsstufen. Und Octavius ist ganz woanders. Ich schieße auf Ferros. Vollautomatisch. Da ziehen wir 5 raus und 19 mal 2. DS5. Ferros hat aber noch. Und ihr könnt sehen, wie der Kommandant der Iron Hands angeschossen wird und jetzt leicht in die Knie geht. Nächster Kampf von Octavius. Ja, ich nehme den, der eben auf Ferros geballert hat. Mach den weg. Diesen hier. Der war schon angeschlagen, den hat Cry zumindest schon blutig gehauen. Das ist dann immerhin noch 3 Erfolgsgrade? Dann reicht das. Musst du keinen Schaden würfeln, dann ist er auch tot. Da hat, okay. Hat er, wie gesagt, schon viel Schaden gemacht. Nach Octavius kommt Gabriel. Und der beugt sich über einen Akku-Teil. Und hat seinen Injektor rausgeholt und Space Marines bluten natürlich nicht, aber
und nötigen Chemikalien, um ihn an Leben zu erhalten, in seine Blutbahn zu bringen und seine Organe wieder zusammenzuhalten, Funktionsweise intakt zu setzen. Ich würfle einen Medizinwurf. Mach das bitte. Ich würfle auf die 79, da er ein Spaceman Marine ist und ich einen Diagnosehelm habe, bekomme ich dann eine plus 20 drauf, also würfle ich auf die 99. Ich gehe davon aus, das ist kritisch. Welche Erschwernis gibst du mir? Minus 10. Minus 10? Okay. Also während hinter dir ein Dämonenprinz an seinen Ketten zieht und den Alpha-Legio, der vor dir steht, der dir in den Kopf schießen würde, beziehungsweise durch dich durch, die 97, das ist nicht geschafft. Schicksalspunkt? Ja, das ist nicht geschafft. Gib meinen zweiten Schicksalspunkt für diese Runde aus. Mit der 40, dann sind das 5 Erfolgsgrade. 4 oder 5. Dann reicht das zum Stabilisieren von Akutai. Auch halt mit mehr nicht, ne? Er ist halt stabilisiert, er wird jetzt nicht verbluten. Ja, der kriegt jetzt 15 LP zurück. Ja, aber er ist trotzdem nicht kampffähig. Also sein Herz ist explodiert und sein Lungenflügel ist kollabiert. Wir finden einen schönen Dreadnought für den. Alles klar. Ja, ich glaube, bei dem Wurf ist das noch nicht nötig. Also ein mechanisches Herz geht wohl auch, gerade wenn die jetzt irgendwie. Wenn die sich mit den Iron Hands gut stellen, kriegt er ein mechanisches Herz, das passt. Gut. Er murmelt irgendwas von die White Scatters stehen in eurer Schuld. Dann könnt ihr hinter und vor euch fluchen hören, den Dämonenprinzen. Bringt einfach die Kommandanten um. Da sind da nicht auch noch loyale Space Marines, die jetzt mal so langsam mithelfen? Die helfen jetzt gleich mit, ja. Cry ist einmal noch dran. Noch. 11. Ich müsste meinen letzten Schicksalspunkt ausgeben, um das Bewusstsein zu erlangen. Möchtest du das tun? Ah, selbst dann wäre ich einbeinig. Dann also bleibst du. Ich bin gesagt unsicher, ob ich denn überhaupt noch was machen kann in der Runde. Du kannst dein Kampfmesser noch ziehen. Zieh dein Kampfmesser und triff sie ihm in den Kopf. Jawohl. Eher in den großen Fußzeh, aber das reicht schon. Hier ist noch der letzte. Dann klemmerst du dich, also dein Bein gibt nach, du merkst, wie der Knochen einfach trotz der Servorüstung wegknickt, hält sich am Geländer fest, lässt dein Bolter los, ziehst dein Kampfmesser und rammst es ihm. Das sieht gut aus. In die Brust. In die Brust. Linker Arm. Linker Arm. Schaden? Das Astartes Kampfmesser habe ich mir nicht aufgeschrieben. Astartes Kampfmesser. 1W10 plus 14. DS2. Ja, das kommt halt auf die Stärke drauf an. Also plus 2 plus Stärke Bonus. Also kannst du nochmal 4 abziehen, das sind 16 Schaden. 16 DS2. Okay. Und Karlai darf noch. Ja, aber, Moment. Ich hab Swift Attacks. Ich darf nochmal angreifen. Dann tu das. Nee. Nicht genug. Karlai. Ein ganz normaler Angriff. Ein Kompromiss gewesen. Dieser gelungen. Ist sehr gut gelungen. Ich habe noch mal geguckt. Mein Rüstungsmaschinengeist ist mad. Deshalb hat der minus 10 und hat minus 20 mit auf die Verteidigung im Nahkampf. Nee, mal andersrum, das ist für mich. Entschuldigung. Mach mal deinen Schaden. Ja, willst du das tun? Ja, kommt 100. Das war 100. Ja. Was passiert? Geht aber nichts bei gedämpft. Gedämpft kann keine Warp-Phänomene auslösen. Auch bei der 100 nicht? Ja, gedämpft geht, dass ich keine Warp-Phänomene auslösen kann. Ist das so? 100 ist halt 100, ne? Da kommen normalerweise Psi-Phänomene. Achso, nee, Psi-Phänomene kommen nicht bei Patzern, sondern bei Puffs. Und Gefahren des Warps? Genau. Also Gefahren des Warps ist ein Teil der Psi-Phänomene-Tabelle. Du würfelst mit einem W100 und bei 75 und mehr würfelst du nochmal auf die Gefahren des Warps-Tabelle. Ja, genau. Genau. Also, aber bei, das,
Dafür brauchst du einen Pasch. Bei einem. Ja, 100 ist ja ein Pasch. 100 ist ja eine Doppel-Null. Genau, aber der Punkt ist halt, bei ungedämpften Würfen, andersrum, bei gedämpften Würfen gibt es halt keine Schade. Gut. Was glaubst du, warum ich nur die Hälfte meines Zielwerts einsetze? Aber du den normalen wissen, Treffer bekommen. Zorn des Imperators, deine Reserverüstung, ne? Nee, ich habe gerade eben schon geguckt, ich erhalte beim Ausweichen im Nahkampfabzug. Genau, minus 10. Genau. Deshalb tue ich ihn für gewöhnlich im Nahkampf auch parieren. Gut. Dann bekommt er einen normalen Treffer mit dem Pistolenschwert ohne Warp. So, die 7 ist ja trotzdem. Die 7 ist ja trotzdem getroffen. Genau. Mit der 7 sind das. Er versucht auszuweichen, gelingt ihm nicht. 3 Erfolgsgrade. Dann drehe ich die 2 zu einer 3 mit meinen Erfolgsgraden. Und habe dann 19 mit Durchschlag 6. Ja. Dann kannst du ihm dein brennendes Psi-Schwert wieder in den Bauch. Nee, das brennt nicht, das klappt nicht. Brennt das nicht? Nee, das brennt nicht. Das war der, also, das ist halt, es wird halt einfach nur im Prinzip schärfer. Einfach nur Monofilamentklinge, ja, okay. Kannst du es ihm in den Bauch rammen und er versucht auszuweichen, ist aber noch nicht tot und wenn du dann das rausreißt, kannst du sehen, wie tatsächlich euch endlich die anderen Iron Hands, White Scars und Salamanders im Kampf beistehen, begriffen haben, dass hier gerade ein Dämonenprinz beschworen werden soll und ihre eigenen Captains und Kommandanten geopfert werden sollen. Und schwer verwundet euch unterstützen, sodass jetzt Polterfeuer rasseln und die anderen verbliebenen Alpha-Legionäre 1, 2, 3 Stück zerfetzt werden. Ey, meinen letzten habe ich selber erledigt, es sind nur noch 2 übrig. 3. Einen hast du mir nicht, den hast du mir nicht weggeschickt. Na gut, hey. Hast du mitgekriegt. Ja, also, ich soll mich mal beschweren, mein Killcount ist minus 1. Ja, wieso minus 1? Der lebt nur noch. Gerettet hat. Ah, das sollte als Kill zählen, wenn er auf der unserer Seite war. Ihr könnt sehen, nachdem die Alpha-Legionäre gestorben sind und dann in ihrer eigenen Bolute liegen, wie sich der Riss, der sich zu öffnen begonnen hat, nach und nach wieder verschlossen wird. Der eiskalte und blutrote Nebel wird zurückgedrängt, gerade dann durch die Hilfe von Karlai und dem Sturmseher der White Scars, und der Dämonenprinz wieder zurückgedrängt wird. Kein Portal, was heute aufging. Und so seid ihr siegreich durch Relas gegangen. Keine Tau-Invasion, die hier stattfand, sondern ein neues Mal die Alpha-Legion, die versuchte nun 3 Legionen im Kampf miteinander zu halten und einen weiteren Bruderkrieg loszubrechen, der sicherlich Feldmarschall Tetrarchos oder die anderen stark erschüttert hätte. Die Gürtel, den Karnes-Keil, den Arkaros-Keil wohl sicherlich sehr zermürbt oder zum Einbruch gebracht hätte. Und auch gerade die Hardex-Anomalie, in der das Chaos besonders stark giert, sicherlich wohl den einen oder anderen Vorteil erschafft hätte. So, könnt ihr aber mit eurem Exterminator-Team wieder zurück in den Orbit zurückkehren und die Blockadeflotte aufsuchen, nachdem die anhaltenden Spannungen überwunden worden sind. Gut gekämpft, Brüder. Das war wieder mal ein erfolgreicher Auftrag. Gut gekämpft, in der Tat. Bruder Gabriel, nachdem du Bruder Krai behandelt hast, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du dich auch mal mir widmen würdest. Sorgt euch nicht. Hier mit dieser Ausstattung werden wir euch in wenigen Tagen wieder in Topform erwarten können. Auch dich, Bruder Krai. Du hast dich wahrhaftig tapfer geschlagen. Kriegst du was? Ach so, ja, gut. Gabriel holt einer seiner Injektoren, die er bei sich hat, bei und steckt ihn dir in die Serverrüstung.